Wir haben heute mal eine ganz neue Folge und zwar sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und ich habe die Bessner und die Mareike eingeladen, die schon mal in anderen Podcasts, in älteren Folgen ihre Geschichte erzählt haben. Und wir haben uns ein bisschen zusammengetan, weil wir alle an metastasierten Lungenkrebs leiden und haben gesagt, wir wollen mal ein bisschen mehr aufklären. Zitiere ich mal den Dr. Matthias Schäffler, der ist Onkologe der Lungenkrebsgruppe in Köln. Und zwar sagte der in einem Interview, es ist wichtig, darüber aufzuklären, dass mindestens 20% der Lungenkrebspatienten nie geraucht haben. Die sind meist besonders junge Personen, Mitte 20. Zum anderen ist die Prognose bei Lungenkrebs heute kein Todesurteil mehr. Es tut sich enorm viel bei den Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Wir könnten Patienten, die geraucht haben, genauso helfen wie denen, die nie geraucht haben. Dafür müssen wir zusammen mit den Patientenvertretungen noch mehr Bewusstsein schaffen. So, und das wollen wir ein bisschen mit dieser Folge. Wir wollen ein bisschen mehr erzählen, wie das so ist, mit metastasierten Brustkrebs als relativ junger Mensch zu leben. Ich sage relativ, das beziehe ich auf mich. Aber Vesna, wie ist das bei dir? Bei dir ist Lungenkrebs diagnostiziert worden 2016. Da warst du 32 Jahre alt. Ja, richtig. Genau. Ja, genau. Ich muss jetzt gerade auch überlegen, wo ich ein bisschen anfange. Also 2016 im Januar wurde ich also mit der Diagnose metastasierter Lungenkrebs konfrontiert. Und ja, letztendlich habe ich natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, in dem Alter überhaupt an so einer Erkrankung zu erkranken. War das denn für dich, mit dieser Diagnose, dem Alter konfrontiert zu sein? Wurdest du aufgeklärt oder wie hast du dich gefühlt? Weil das ist jetzt nicht gerade der Standardalter von Erkrankungen. Und was hat dir auch gefehlt? Also, als ich die Diagnose bekommen habe, war das hier in einem niedergelassenen, ganz normalen Krankenhaus, jetzt nicht in einem Lungenkrebszentrum. Von daher hat man mir also eigentlich nur die Diagnose mitgeteilt und mit der Empfehlung oder mit der Bitte, mich eben an ein Lungenkrebszentrum zu wenden. Und das haben die netterweise auch für mich organisiert und dort einen Termin ausgemacht, dass ich das nicht erst selbst in die Wege leiten musste. Und an dem Tag, wo ich die Diagnose bekommen habe, hieß es halt erstmal, okay, eventuell kann man eine Chemotherapie machen, Immuntherapie und da gibt es Möglichkeiten. Das wurde jetzt einfach nur so grob zusammengefasst. Und alles Weitere habe ich dann halt im Lungenkrebszentrum erfahren. Da bin ich noch davon ausgegangen, ja, ich kann operiert werden und dann ist auch wieder gut, in Anführungsstrichen. Und der dortige Thoraxchirurg hat mir also ziemlich schnell da diese Hoffnung genommen und sagte nur, Sie wissen aber schon, dass man das nicht mehr operieren kann. Und ich so, nee, wusste ich nicht. Und das war dann natürlich noch mal ein Schock, das irgendwie zu verdauen. Ja, und dann ging es einfach schon damit los, dass die mich aufgeklärt haben, dass jetzt erstmal ein Eingriff notwendig ist. Eine sogenannte VATS nannte sich das, um eben Gewebeproben zu entnehmen. Und da muss ich sagen, haben die mich eigentlich echt schon gut aufgeklärt, warum die das Ganze überhaupt machen wollen, um halt genau das Gewebe zu untersuchen, ob vielleicht eventuelle Mutationen vorliegen könnten, die mir helfen könnten, eine passende Therapie für mich zu finden. Und, Haben die, nee, alles Entschuldigung, gut. ich dachte, du wärst fertig. Haben die dich auch aufgeklärt damals, so mit diesem Zitat, mit dem ich angefangen habe, dass es auch Jüngere treffen kann? Oder waren die auch selber sehr erschrocken, die Ärzte, dass du so jung Also bist? die waren sehr erschrocken. Ne? Natürlich muss man ja im Vorfeld auch immer angeben, ob man geraucht hat oder nicht. Da scheut man sich ja dann natürlich immer vor. Und natürlich habe ich es beantwortet. Und die haben aber auch gesagt, dass einfach, selbst wenn ich geraucht, der Umstand, dass ich geraucht habe, hat das aber nicht, ist es nicht primäre Ursache für den Lungenkrebs, ne? Weil das einfach zum Alter, zum meinem Gesundheitsstand, zum rechtlichen Lebens, ja, der restlichen Lebensweise, sag ich jetzt mal, auch alles nicht zusammenpasst, ne? Sondern eben
Ja, Ja, dass da einfach sind wir beim die wichtigen. Zellen da einfach, ja, leider mutiert sind. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, auf den wir auch eingehen will oder der mir ja auch so wichtig ist, da aufzuklären, die Stigmatisierung, Alt und Rauchen. Und auch wenn man jung ist und geraucht hat, ich glaube, so viel kann man gar nicht rauchen, um Lungenkrebs zu kriegen. Und Lungenkrebs betrifft ja auch immer mehr Nichtraucher und die Ursachen sind ja vielseitiger. Also mein Lieblingsthema ist die Umweltverschmutzung. Es gibt aber auch andere Stoffe natürlich, Radon oder Umwelteinflüsse. Aber das kann man bei uns, glaube ich, allen ausschließen ein bisschen. Also wir haben jetzt nicht unter extremen Bedingungen irgendwo gearbeitet haben oder waren Stoffen ausgesetzt. Und von dem her ist, glaube ich, auch wichtig, und deswegen sitzen wir auch jetzt echt hier zusammen, zu sagen, es ist nicht nur das Rauchen. Und da wandelt sich auch gerade was. Aber es ist halt noch nicht so bekannt. Genau, es ist halt nicht so bekannt und ich wurde da halt auch nicht richtig drüber aufgeklärt, sondern habe das jetzt einfach im Laufe meiner Krankheitsgeschichte, ne, in den 5 Jahren, jetzt einfach auch mehr rausgefunden oder auch eben andere Patienten eben kennengelernt, die auch im so frühen Alter eben schon erkrankt sind und ja, dass man eben nicht von der Hand weisen kann oder sagen kann, dass nur durch das Rauchen eben Lungenkrebs, dass man Lungenkrebs bekommen kann. Aber es ist natürlich trotzdem schwer, weil keiner möchte sich ja auch gerne outen, ne? Also das merkt man halt schon. Die meisten fragen natürlich, hast du geraucht, ne? Haben sie geraucht? Und das merkt man schon noch so ein bisschen an der Reaktion, dass man denkt, okay, ich glaube, das ist einfach in den Köpfen noch so drin. Dass du dann Dass man selber dann schuld irgendwie bist, du selber hast schuld ist, geraucht. genau. Und das macht es natürlich dann auch nicht leichter, die Erkrankung vielleicht auch öffentlich zu machen. Da muss ich mal dazwischengrätschen. Ja, gerne. Ich finde, dieses Schmuddelimage, was man da hat, weil man mal geraucht hat, das finde ich halt ganz, Genau. ganz schlimm. Weil jeder Herzpatient oder Diabetiker, der wird nicht irgendwie beschuldigt, dass er sich falsch ernährt hat. Und wenn ich meinen Lebenswandel, als ich in Köln studiert habe, mit Rauchen und Trinken, dann hätte ich auch Magen- und Leberkrebs kriegen müssen. Ja, weil man einfach, hat mein Studentenleben genossen. Und ich finde das einfach unverschämt und das verletzt mich auch, wenn ich manche Ärzte halt dann fragen, ne? Also immer diese Frage nach dem Rauchen oder nach meinem Lebenswandel oder dieses Schockierte, wenn sie mich sehen. Aber sie sind doch noch so jung. Ja, jetzt muss ich aber von meiner Erfahrung erzählen, weil ich habe das mal ganz anders wahrgenommen, weil für mich war von vornherein klar, auch wenn es mir keiner gesagt hat, klar, ich habe geraucht, aber das kann nicht die Ursache sein, weil ich habe eine Mutter, die auch an Lungenkrebs verstorben ist und die hat viel geraucht. Also ich habe es ja selber so verbunden, du kannst nur viel rauchen und dann Lungenkrebs kriegen. Für mich war immer irgendwie klar, also das Rauchen ist es nicht. Ich meine, dass das Rauchen jetzt noch schädlicher für mich ist. Also ich habe ja gar nicht geraucht zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, das war Vergangenheit. Aber auch Passivrauchen soll ja auch sehr schädlich sein. Das war oder ist mir klar. Aber es war mir immer so im Unterbewusstsein, das ist nicht der Grund. Und mich hat auch eigentlich nie jemand drüber, also drauf angesprochen. Ich habe auch eher eine Unsentimentalität erlebt, also in dem Freunde, die noch rauchen, vor meiner Nase geraucht haben nach meiner Diagnose. Also, Ja, das ist keine ja dann Ahnung. irgendwie auch Aber das so. Schräge, ne? Dass andere Ja. dann trotzdem irgendwie noch vor einem irgendwie rauchen, ne? Also ich meine, soll ja jeder machen, wie er möchte. Ich würde das auch nie jemandem vorschreiben oder was. Aber ja, ist dann natürlich irgendwie schon auch ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Ja, habe ich auch so empfunden. Immer, ja Aber ja, klar. Es trifft halt immer die anderen, ne? genau. Das hat man immer so im Kopf. Ich glaube, das ist auch so ein Selbstschutz, den man einfach hat als Mensch. Ist ja auch gut, dass man den hat, diesen Selbstschutz, ne? Und Ja. aber wie ich gerade schon gesagt habe, Ja. als ich mich dann zur Zweitmeinung vorgestellt habe und dann die Tür aufgemacht hat in der Uniklinik bei dem Professor, der hat mich angeguckt, so nach dem Motto, als ob ich mich vertan hätte, ne? Also der war total so, ja, Sie haben jetzt hier einen Termin und Sie sehen ja auch gar nicht so aus, ne? Ist ja, wie sieht man denn Ja. aus, ne? So. Ja. Und also deswegen kann ich halt nur sagen, dass die Ärzte, die mit denen ich gesprochen habe, doch sehr überrascht waren, da eben so einen jungen Menschen vor sich sitzen zu haben. Mit so einem fortgeschrittenen Befund natürlich auch noch.
Ja, also es ist kein Genau. Alltag. Wobei das ja, wenn du jetzt, ich komme immer wieder auf dieses Zitat zurück, weil das, glaube ich, auch für viele eigentlich erschreckend ist. Er redet von 20%, der Dr. Schäffler, und der ist ja nun, die haben sich ja wirklich darauf spezialisiert und sind auch eine der ersten mit der Mutationsanalyse. Wollen wir da noch kurz darauf eingehen? Das hattest du ja auch erzählt. Du hattest ja damals bemüht, eigentlich auch um die Mutationsanalyse. Das war doch so bei dir, Vesna, Genau, ne? also Also auch da muss mehr aufgeklärt werden, das ist gell? total Also wichtig. das. Also ich habe 2016 ja standardmäßig eine molekularpathologische Untersuchung gemacht bekommen von der Gewebeprobe und habe dann mit einer Chemotherapie angefangen, weil man halt keine Mutation finden konnte. Und im Sommer habe ich dann noch so ein bisschen recherchiert und bin dann halt auf ein anderes externes Institut gestoßen, die eben davon sprachen, dass die irgendwie erweiterte Diagnostik machen. Und ich habe dann einfach dort angerufen. Und zum Glück war dann halt auch noch Gewebe übrig und dann konnte das halt also hin und her verschickt werden. Und die haben es dann nochmal neu untersucht mit einem größeren, ja, Spektrum einfach. Und tatsächlich dann diese MET-Mutation bei mir gefunden. Und was dann total hilfreich war, weil ich habe dann zum Herbst hin wieder einen Progress gehabt und die Frage war, so, wie therapiert man weiter? Und da ist mir dann erst wieder eingefallen, ach, ich habe doch das externe Labor damit beauftragt, wo sind eigentlich die Ergebnisse? Die hatte dann nämlich irgendwie keiner. Das ist dann nämlich irgendwie alles so ein bisschen untergegangen. Und zum Glück habe ich da halt wirklich auch nochmal nachgebohrt und da kam eben halt diese MET-Mutation raus und mein damaliger Onkologe, also das Behandlungszentrum, hat sich dann mit der Uniklinik zusammengeschlossen und haben ja, meine Daten halt irgendwie weitergegeben und die konnten mir dann halt eben eine zielgerichtete Therapie anbieten aufgrund dieses Befundes. Und deswegen Testung ist echt das A und O, ne? Weil das kann echt über dein Leben einfach entscheiden. Das ist total wegweisend für die Therapie, die du dir da auch irgendwie, sag ich mal, zumutest, weil jede Therapie ist ja kein Zuckerschlecken, ne? Und Ja. deswegen kann ich da echt nur drauf pochen, dass man wirklich guckt, was wurde untersucht, im Zweifel eine Zweitmeinung einholen, gucken, was die vielleicht für Untersuchungen oder Testungen durchführen, dass da wirklich einfach nichts übersehen wird. Ja, Mareike, was sagst du dazu? Weil du bist ja so unsere Spezialistin, kann man jetzt sagen. Du hast ein großes Ja, es gibt Fachwissen, muss man sagen. ja diese verschiedenen Mutationstypen und was wichtig ist, vor allem wenn man immer wieder einen Progress hat oder Veränderungen oder es gibt ja auch Infiltrate in der Lunge, je nachdem, wie man die Therapien verträgt, dass man immer Proben nimmt und das wirklich, wie Wessner gesagt hat, molekulargenetisch und untersuchen lässt und auch die Biomarker untersuchen lässt von einem guten Institut, damit man zielgerichtet behandelt wird. Weil die Chemos wirken bei manchen Mutationen überhaupt nicht, die kann man gar nicht einsetzen und man braucht einfach andere Medikamente. Und wenn das nicht gewährleistet ist, ja, dann kannst du dir auch einen Strick nehmen, ne? Also es gibt ja, also ich habe ja einen Tumor, der ziemlich mutationsfreudig ist und sich häufig verändert hat. Und ich habe ja jetzt schon, ich glaube, jetzt bin ich in der 9. Therapie. Wahnsinn. Immer abgestimmt auf die Veränderungen wurde reagiert und das entsprechende Medikament versucht. Und ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, könnte ich jetzt hier nicht sitzen. Ja, und natürlich deine Onkologen müssen wir da wieder betonen, aber da hast du ja genaueres Ja. erzählt in dem Podcast-Interview. Du hast jetzt die 9. Behandlung. Und gingen die immer ineinander über? Also seit ich dich kenne, habe ich so das Gefühl, du bist immer in Behandlung. War das immer so bei dir oder war da auch mal Ruhe, Nein, ich bin Stillstand? seit 2018 in Behandlung. Also ich hatte mal eine ziemlich starke Rückbildung im Mai 2019. Ja. Da hatte ich dann nur noch Erhaltungstherapie, also Immuntherapie habe ich bekommen. Und auch die haben wir dann abgesetzt, weil ich dann zu Professor Vogel nach Frankfurt gegangen bin. Und der hat ja dann versucht, mit einer transarteriellen Chemoembolisation, also durch meine Arterie, durchs Herz in die Lunge,
hat er meinen Tumor behandelt. Mhm. Das hat meinem Tumor aber nicht gefallen, er ist darunter gewachsen wieder. Mhm. Aber das war halt, da hatte ich halt sonst keine Infusion. Also du hast auch dann kaum Nebenwirkungen, weil halt die Medikamente ja gezielt in den Tumor gespritzt werden. Wahnsinn. Aber eigentlich bin ich nur unterwegs. Wollte ich gerade sagen, hast du eigentlich mal, da sind wir auch bei dem, fällt mir das nächste Thema eigentlich an, weil das geht ja auch darum, was uns ja auch so verbindet, dass wir alle Mütter sind. Also Mütter von minderjährigen Kindern. Bestland, du hast, glaube ich, den jüngsten Sohn, gell? Also zur Diagnose war der 3, jetzt ist er 7. Meine Tochter war 11, jetzt ist sie 13, 8, Entschuldigung. Und deine Kinder sind 7 und 10, Mareike, gell? Und waren damals acht dann... Und elf. Acht und 11 mittlerweile. Ach so, okay, ich habe heute den Podcast gehört, dann war ich noch in der alten Zeit. weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir mal ansprechen wollen, weil das ist natürlich Lungenkrebs bei jungen Leuten oder jungen Menschen gibt es noch nicht so offiziell, obwohl es schon gibt. Und wir kommen da so ein bisschen zu kurz, oder? Also man kann nicht gerade sagen, dass wir da so richtig gut versorgt werden. Wie seht ihr das? Oder wie ist da eure Erfahrung? Also meine Erstdiagnose im Krankenhaus, da fühlte ich mich nicht gut versorgt. Also ich fühlte mich ja ziemlich überrumpelt. Ich habe auch diese Sprüche gehört, sie sehen ja gar nicht danach aus. Oder ich wurde gefragt, wie alt sind sie denn von den Schwestern? Und bei mir war ja schon dann der Tumor schon sehr, sehr groß. Ich habe den ja komischerweise nicht gespürt und er war schon so groß wie eine Faust. Ich habe dieses Betretene ganz schlimm empfunden und dass man mir sofort halt nur noch gesagt hat, dass ich Palliativpatient bin und mir keine Perspektiven geboten hat. Ja. Das fand ich ganz furchtbar. Und habe erst dann wieder Mut geschöpft, als ich dann meine Onkologin gefunden habe, die der erste Satz halt war, sie haben eine Zukunft und die gehen wir jetzt gemeinsam an. Und wo man dann denkt, oh, hier bin ich jetzt richtig, hier kannst du sein und hier wird sich um dich gekümmert und da wurde auch gekümmert und gemacht und getan, das ist auch heute noch so. Ja. In der Klinik fand ich es immer sehr bedrückend und auch mein letzter Klinikaufenthalt, der war auch bedrückend, also wie oft ich gefragt wurde, wie alt ich bin und wie lange ich krank bin und fand ich ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wenn nicht mal die Ärzte da aufgeklärt sind, dass es jüngere Frauen gibt, obwohl es ja auch statistisch oder nach Studien auch immer mehr jüngere Frauen betrifft, Lungenkrebs, ist es nicht mal in der Medizin angekommen, dann ist wirklich die große Frage, wie soll es denn je in der Gesellschaft ankommen? Also Brustkrebs ist ja, ich weiß nicht, wie lange Brustkrebs gedauert hat, Brustkrebs erkranken auch immer noch die meisten Frauen dann. Da gibt es ja eine große, ja, wie soll man das sagen, öffentliche Aufmerksamkeit, also weltweit. Also Brustkrebs sehe ich jetzt gar nicht mehr so als Tabuthema an, im weitesten Sinne, im Detail sicherlich, aber in den Medien wird darüber gesprochen und auch Werbung gemacht, etc. pp. Aber wir existieren ja eigentlich gar nicht, also in der Gesellschaft. Ja. Es wird gar nicht wahrgenommen. Und auch es wird irgendwie, finde ich, auch ein bisschen totgeschwiegen. Also so ist bei mir das Umfeld eher, dass es ja totgeschwiegen wird. Also keiner fragt, wie kann das sein, dass du so jung bist. Alle sind schockiert, aber es wird nicht drüber geredet. So ist meine Erfahrung. Wie ist es bei euch? Also wir hatten schon mal die Stigmatisierung gesprochen mit dem Rauchen, aber wie ist es im nächsten Umfeld? Schon, oder? Ja, es ist auch so speziell manchmal, ne? Also wenn man da jetzt auch so sich mit seiner eigenen Krankheit so beschäftigt, so wie ich, und mit den Mutationen. Und ich versuche da halt mit am Ball zu bleiben, weil ich ja mittlerweile glaube ich, kann Arzt das manchmal gar nicht alleine so überblicken, was alles so passiert, so schnell im Moment in Studien und in der Pharmaindustrie und in der Forschung. Da muss man, glaube ich, selbstbestimmt mit seinem Onkologen zusammenarbeiten. Da gibt es doch auch diesen Das interessiert mein Umfeld nicht. Da gibt es doch auch diesen Spruch. Ich weiß nicht, ob das der Professor Dr. Wolf war oder irgendwo habe ich es gelesen. Ne? Informierte Patienten leben länger. Irgendwo stand das. Das hat die Bärbel gesagt, ja.
Das hat die Bärbel im Interview gesagt. Das weiß ich nur so schlau, okay. Kann ich daherreden, weil ich es vor diesem Gespräch noch gelesen habe. Ja, genau. Und irgendwie deswegen, ja, stimmt es auch tatsächlich. Genau. Ne? Also man kann das tatsächlich nicht so komplett aus der Hand geben. Also ich würde mich auch gerne zurückfallen lassen und sagen, okay, ihr macht das alles für mich und so. Aber ich glaube, ganz so leicht ist es dann halt eben doch nicht, ne? Weil es einfach sich so viel tut. Und da ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen Eigenrecherche auch gefragt. Die Frage ist halt immer nur, es kann halt auch nicht jeder, ne? Also jeder geht ja mit der Erkrankung anders um. Der eine, versteht es vielleicht auch einfach nicht, weil es ja auch echt ein schwieriges Thema ist, ne? Und das wäre dann natürlich toll, wenn man vielleicht auch jemanden an der Seite hat, der da einen auch irgendwie unterstützt, ne? Aber das ist, glaube ich, halt auch schwierig, das abzugeben, also dass das jemand für einen übernimmt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Definitiv, ja. Also es sind eigentlich alle überfordert mit dem Thema Lungenkrebs. Und wenn du nicht selber eine Stärke entwickelst, wie wir jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, jeder auf seine Art und Weise, wobei ich mich noch so sehe, dass ich Glück im Unglück habe, was ich ja durch euch gelernt habe. Ich wusste das ja vorher auch nicht mit meiner Mutation. Und dass, jetzt habe ich den Faden verloren, dass die Leute, wie gesagt, überfordert sind. Jetzt habe ich echt den Faden verloren. Wo war ich denn stehen geblieben? Was wollte ich eigentlich sagen? Mit dem Umfeld. Du musst die Stärke ja auch selbst entwickeln, weil das Umfeld ist schon grundsätzlich doch eigentlich überfordert, oder? Und wenn wir jetzt die Stärke nicht hätten, uns selber schlau zu machen, also du bist ja das beste Beispiel, Mareike, dann sehe es wirklich schlecht aus für dich. Ich weiß nicht, wie oft hast du jetzt schon eine Mutation gehabt oder eine Veränderung in den 4 Jahren oder bald 5 Jahren? Also es ist immer bei dieser MET-Mutation geblieben. Das war das Einzige, was man einen kleinen Teil gefunden hat. Und dann hatte sich ja eine Resistenz entwickelt. Daraufhin musste ich dann ja das Präparat wechseln. Und dann gab es ja nochmal einen Progress. Man konnte aber nicht genau erklären, warum, ne? Weil diese MET-Mutation immer noch irgendwie vorhanden war, diese Resistenz aber teilweise aufgehoben und dann haben wir es einfach mit demselben Medikament nochmal weiter probiert, höher dosiert, wieder runter dosiert wegen den Nebenwirkungen und jetzt zeichnet sich halt ab, da so eine Dynamik, die wir nicht oder die ich nicht haben möchte und deswegen wurde jetzt auch tatsächlich nochmal eine erneute Gewebeprobe entnommen. Und dann mal schauen, ob sich irgendein neuer Therapieaspekt finden lässt. Du bist also auch so mittendrin gerade in der Veränderung, wo wieder überlegt werden muss, wie gehen wir weiter vor. Es gibt übrigens einen Ansatz, diese Resistenzen hinauszuzögern, indem man diese zielgerichteten Medikamente gibt, zusammen mit einer Immuntherapie. Okay. Echt? Egal, ob du diesen PD-L1 hier Liganden Marker hast oder nicht. Das kannte ich jetzt auch noch nicht. Also, ich werde das jetzt machen in der nächsten Woche. Ich habe dann mit einem zielgerichteten Präparat angefangen und zuzüglich, damit die Resistenz vorgebeugt wird, setzt meine Onkologin Nivolumab ein. Okay. Also da gibt es wohl Studien, ne? Also das kann man, und das hat auch der Schäffler schon häufig betont, dass gerade in der zielgerichteten Therapie, du hast ja, dass der Tumor oder deine Mutation reagiert zu so und so viel Prozent darauf. Leider nicht zu 100%, sonst wird es ja weggehen, aber man hofft sich ja zumindest stabil zu bleiben. Aber dann gibt es ja noch die restlichen Prozent vom Krebs, der in dir arbeitet. Und da kann man ergänzend andere Mittel dazu nehmen. Okay. Und das macht auch Sinn, sagte der Schäffler. Okay. Also sind mal wieder, du hast Gott sei Dank dieses wahnsinnige Fachwissen, Mareike. Also für mich sind das natürlich jetzt alles böhmische Dörfer, weil, ich habe jetzt gerade wieder eine große Behandlung, weiß nicht was, wie es dann weitergeht. Wobei meine Ärzte, ich habe eine EGFR-Mutation, haben schon am Anfang immer gesagt, da gibt es noch das und da gibt es noch das.
Aber irgendwann ist es ja auch ausgeschöpft. Und ich habe mich, wie gesagt, auch nie damit beschäftigt, was es da noch gibt. Ich weiß nur, dass es ein Medikament gibt, aber dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Das kann sich ja auch wieder geändert haben. Und es ist ja auch die Frage, ob es bei mir mutiert, oder? Also ich meine, die Resistenz, ist das dann nicht auch eine Art von Mutation, wenn du eine Resistenz gegenüber einem Medikament entwickelst, einen zielgerichteten? Stelle ich mir Kann, ja. Entweder schon. wird die Mutation einfach nur resistent, ohne zu mutieren, oder er mutiert dann halt richtig, dass sich die Proteine oder die Verbindung, die Signalübertragung halt verändert. Und dann muss rausgefunden werden, was da sich verändert hat, ne? Was habt ihr Muss denn aber noch nicht für, sein. was habt ihr denn jetzt noch für Punkte gehabt, die ihr ansprechen wolltet? Ja, was ich halt ganz wichtig finde, dass du einen Arzt hast, wo du halt auch so agieren kannst, ne? Wie Vesna das auch gemacht hat oder ich, der sich nicht auf den Schlips getreten fühlt, wenn du die Zweitmeinung einholst oder andere Ärzte anschreibst, ne? Der offen ist, ständig mit dir über deine Diagnosen und deine Therapien auch zu besprechen und das transparent zu machen. Ja. Wie viele ja ich schon kennengelernt habe jetzt in sozialen Netzwerken, die überhaupt nicht wissen, ob sie eine Mutation haben, welche Medikamente sie bekommen, ob welche Nachsorgepläne sie haben. Da bin ich teilweise echt entsetzt, wo ich so denke, das kann nicht sein. Ne? Und ich finde, dass das muss man halt irgendwie haben, dass man selbstbestimmt mit ärztlicher Unterstützung seinen eigenen Weg gehen kann. Ja, das ist das große Thema natürlich, weil das, was wir schon vorhin hatten, erstmal muss der Typ dazu sein und natürlich einen guten Arzt zu finden oder einen guten Arzt zu haben, der auch sich da auskennt einigermaßen in diesem umfangreichen Behandlungsbereich, weil, wie gesagt, das weiß ich ja eigentlich auch erst so richtig, seit ich euch kenne, würde ich jetzt mal fast behaupten, weil ich mich damit auch nie befasst habe. Und du musst wirklich wahnsinnig spezialisiert sein als Arzt oder das, was bei deiner Onkologin ist, Mareike, dieses Interesse auch haben, sich da reinzuknien. Weil ich glaube, wenn ich jetzt, wenn sich bei mir was ändert, gut, bei meiner Mutation ist vielleicht nicht so heftig, aber da steht schon der weitere Behandlungsweg im Raum. Aber dann wüsste ich auch nicht, ob meine Ärztin dann Bescheid wüsste, ob sich das dann schlau machen würde oder was weiß ich. Da würde ich mich wahrscheinlich auch schon inzwischen eher schlau machen. Dadurch, dass ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Ja. Ja, ich finde halt die Akzeptanz ist so, also für mich ist die Akzeptanz halt wichtig, dass ich so sein kann, wie ich bin und da auch unterstützt werde, einfach ärztlich, ne? Und Ja, egal, natürlich. welche Dinge man sich da überlegt, wenn ich irgendwie für dumm verkauft wird oder so. Und was ich auch ganz schlimm Absolut. finde, dass es überhaupt in der Onkologie so grundsätzlich verschiedene Behandlungsweisen gibt. Dass ich ja zum Beispiel immer eine Kopfkühlung und Fuß- und Handkühlung kriege und wirklich, dass ganz viele Nebenwirkungen ferngehalten hat. Also meine Neuropathie, obwohl ich so lange schon in Therapie bin, ist ganz, ganz gering. Ich habe noch alle Haare auf dem Kopf, wofür ich sehr dankbar bin. Und dass meine Onkologin aber zum Beispiel von anderen Onkologen Drohbriefe kriegt dafür, ne? Also sie soll mit diesem Echt? Schamantum aufhören und sowas. Ja, dass das sowas auch wirklich gehatet wird, wo ich Das entsetzt ist aber bin. leider tatsächlich das Oder Problem. dass man erst nach Leid. Ja. Gibt es das echt? Also unter Ja. Onkologen? Drohbriefe? Ich dachte, das gibt Ja. es nur in den sozialen Medien von Verrückten. Also ich Das habe gibt es unter von den Ärzten auch Drohbriefen schon. auch noch nicht gehört, aber es sind halt eben nicht alle Onkologen so offen. Und das finde ich halt echt ein großes Problem. Ja, es ist halt auch eine Ne? Geldmaschine, ne? Also das ist einfach, darf man nicht Genau. vergessen. Und Boah. genauso wie es halt totaler Quatsch ist für uns, also alle drei, nach Leitlinien behandelt zu werden, was die Kassen vorsehen. Erst Chemo und dann Immuntherapie. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann kriegst du deine zielgerichtete Therapie. Ja, Also das habe warum ich auch soll schon man erst, gelesen. ja, warum soll man seinen Körper erst mit einer Chemo kaputt machen? Wenn man weiß, es funktioniert sowieso nicht. Und eigentlich bräuchte man ein zielgerichtetes Medikament. Und man kriegt es aber nicht von der Kasse genehmigt, weil man erst den anderen Quatsch durchlaufen muss. Ja, das ist so wie bei vielen Gesetzen. Es ist dann halt auch so, ja, so festgelegte Sachen. Und ich sehe da ja auch mal so ein bisschen Lobbyismus hinter, weil das Ja. stecken ja auch wieder so Irgendwas musste dahinter Pharmakonzerne. stecken.
Ja, das ist auch so, habe ich auch schon gelesen. Also ich habe jetzt leider keine Beweise vorliegen, weil es wäre nicht mal besser, wenn man es gleich belegt, gell? Wenn ich mal was gelesen habe, ist schön. Schade, ja, kann ich jetzt nicht nachweisen, aber es hängt damit zusammen, klar. Ich meine, das ist in vielen Branchen so, aber klar, bei uns geht es ums Leben und Tod und das ist wirklich, den Ärzten sind grundsätzlich die Hände gebunden, ne? Also wenn du ganzheitlich denkst oder über den Tellerrand hinausschaust, darfst du nicht. Und das ist wirklich erschreckend. Das wissen ja auch die wenigsten, weil die halt so passiv sind. Aber vielleicht ist man bei uns auch weniger passiv oder wir, weil wir jung sind, erstens, und weil wir schon wirklich mit einer Diagnose konfrontiert worden sind, Endstadium. Das muss man ja auch betonen, ne? Also passiert ja wenigen. Lungenkrebs wird oft erst entdeckt, wenn es in Anführungsstrichen zu spät ist, weil es gibt ja neue, viele Möglichkeiten, aber es ist was anderes, wenn du mit was diagnostiziert wirst, was man halt wie Brustkrebs, was man ertasten könnte zum Beispiel. Da gibt es sicherlich auch Fälle, die schon metastasiert sind. Ist auch nicht so bekannt, aber bei Lungenkrebs ist Es es gibt halt echt keine fatal. von uns. Und da hat man mir zum Beispiel, da hat man mir zum Beispiel gesagt, am Anfang meiner Diagnose, ich würde zu den 1% gehören, die in diesem Alter diese Krankheit bekommt. Jetzt sind Und es das habe ich 20. jetzt gelernt, das stimmt nicht. Ja, genau. Ja. Das hat mir zum Beispiel auch Das ist ja keiner das. gesagt, ne? Also, ich habe wirklich gedacht, ich bin die Einzige. Also in dem Alter, ne? Weil als ich dann behandelt wurde mit Chemotherapie, habe ich gedacht, Ja. ich bin hier total falsch, ne? Also als ich mir so die Mitpatienten Ja. angeguckt habe und das ging halt einfach überhaupt nicht in meinen Kopf, ne? Und da hätte ich mir doch echt irgendwie gewünscht, dass man da ein bisschen mehr in die Hand genommen wird. Oder vielleicht, selbst wenn es dann Ja. eben andere in meinem Alter gewesen wären mit einer anderen Krebsdiagnose, aber da irgendwie den Raum zu schaffen für so Gleichaltrige, das hat mir halt auch gefehlt. Ja. Ja, das geht, glaube ich, vielen Jungen so. Und ich meine, du bist ja wirklich extrem jung und es gibt ja noch Jüngere, aber ich fühlte mich mit 48 schon so, weil ich natürlich auch das Klischee im Kopf hatte. Und ja, ich hatte auch kein Mensch aufgeklärt, eigentlich bis ich euch oder bis ich auf Instagram gegangen bin. Genau, da habe ich jüngere Lungenkrebskranke in Anführungsstrichen kennengelernt. Es waren vielleicht zwei, drei an der Hand plus euch, aber das ist, kein Arzt sagt dir das. Also es ist halt einfach so, ja, sie haben halt Lungenkrebs und keiner klärt dich auf, sie sind nicht die Einzige. Das passiert jetzt immer öfter oder so. Ich habe nur davon gehört, dass es viele Asiatinnen betrifft. Das weiß ich halt auch. Könnte man auch drüber nachdenken. Das ist, ja, da muss viel passieren. Das, mein, da glaube ich, geht es sogar. Ja, nee, bei den Brustkrebskranken muss man ja sagen, da hat sich ja auch die Annette von Rexroth sehr engagiert, dadurch, dass sie schon, ich glaube, vor 20 Jahren betroffen war. Da gibt es da richtige Mütterzentren, ne? Also, das haben wir Das fände ich natürlich ja auch so nicht. toll. Also Also ich habe Reha und ja sowas. gesucht, ich habe wirklich gesucht, ich wollte eine Reha machen. Also das war auch so ein Thema, hat mich auch keiner beraten, irgendwie mit, ach, wie nennt sich das, über die Krebsbekämpfung, AGE nennt sich das doch, ne? AGE NRW kann man ja eigentlich auch eine Reha machen. Ich habe das viel zu spät auch irgendwie mitbekommen und dann war irgendwie das schon, die Chemotherapie irgendwie schon zu lang her und das fand ich irgendwie alles richtig doof, dass da keiner beraten hat. Und dann gibt es ja auch eine tolle Reha-Einrichtung für junge, ja, junge Krebspatienten. Ja, das war dann natürlich nur bedingt geeignet. Da hatte ich dann die falsche, ich sag's jetzt mal so provokativ, die falsche Krebsart, ne? Und wo ich mir dachte, ja, toll, und wo darf ich dann hin? Ich möchte jetzt aber nicht irgendwo hin, wo nur ganz, ganz viele ältere Menschen irgendwie sind. Ich möchte ja auch irgendwo mich wiederfinden in der Gruppe, ne? Und also Ja. ich finde, das muss auf jeden Fall irgendwie ausgebaut werden. Da ist einfach noch kein Raum Ja, da ist noch geschaffen, kein Raum genau. geschaffen worden. Und da muss man ja auch betonen, dass wir natürlich auch eine spezielle Behandlung brauchen mit Atemtherapie. Also bei uns wird das ja, und wir werden natürlich auch anders behandelt, gell? Das ist ja auch ganz speziell. Ich habe mich da nie mit beschäftigt, weil ich nicht in die Reha gegangen bin, weil ich hatte da auch, das ist mich wieder das, wo es ansteht. Du bist Mutter. Ich dachte, ich lebe nicht lange. Ich habe mir ein Jahr gegeben. Mich hat auch keiner des Besseren belehrt. Und
Ich wollte für meine Tochter da sein. Ich meine, das geht uns ja auch allen so. Sicherlich, man denkt ja am wenigsten an sich selbst. Das kommt ja auch noch hinzu. Wir müssen uns die ganze Zeit um uns selber kümmern, weil sich keiner kümmert, weil wir so stigmatisiert sind und tabuisiert. Und dann sind natürlich noch an erster Stelle unsere Kinder, die da auch mit, dieser Diagnose konfrontiert werden. Also ich habe es dann ja auch als Mutter-Kind-Kur tatsächlich gemacht. Also nur für mich alleine war ich dann jetzt doch nicht in der Reha, weil ich dann, ja, konnte ich mich dann auch irgendwie nicht durchringen. Mal schauen, ne? Aber ich fänd es toll, wenn es da einfach irgendwie noch mehr Angebote für uns geben würde. Wie du gesagt hast, Atemtherapie, das wurde mir in den 5 Jahren nicht angeboten. Ich habe das irgendwann mal meinem Hausarzt, so eine Verordnung aus den Rippen geleiert, das war kein Problem. Der stellt mir eigentlich alles aus, was ich brauche, aber beraten oder empfohlen, kein Mensch. Und das... Nee, wissen selber nicht Bescheid. Wo ich denke, warum eigentlich? Also warum ist das nicht irgendwie vielleicht Standard, dass es irgendwie direkt irgendwie mit angeboten wird oder Lungensportgruppe oder was auch immer? Also ich finde, wir werden halt zwar zielgerichtet therapiert, aber nicht begleitet irgendwie dabei, ne? So, ne, mit, wie gesagt, Atemtherapie, Reha-Sport oder was es da irgendwie gibt. Ist zumindest mein... Also zumindest habe ich da noch nichts gefunden bis jetzt. Ich verstehe nicht, warum man das so differenziert. Ne? So, du kannst hier in Brustkrebszentren gehen, da kannst du malen, kannst du trommeln, kannst dich freitanzen, hast einen Psycho-Onkologen und sonst was. Genau. Warum gibt es das nicht für alle? Warum gibt es nicht einfach Krebszentren, wo jeder nach seiner Krebsart halt quasi aufgefangen wird oder Kurse belegen kann oder was auch immer. Ja. Ja, aber wenn, ist es immer nur gezielt ein Zentrum oder man sind auch ständig dann in der Zeitung, wie Brustkrebsgruppe sowieso, Malte, Erlös geht wieder an das Brustkrebszentrum. Aber andere Krebsarten, jetzt nicht nur unsere, fallen da einfach raus. Ja, nicht nur unsere, genau. Alle, die nicht an der höchsten Stelle, es geht immer nach Masse, ne? Aber das finde ich auch, alle Frauen sollten da gesehen werden, natürlich. Da hast du vollkommen recht. Ja, und du kannst mit Brustkrebs ja Werbung machen in der Zeitung. Ja. Ne? Mit Hunke Möller und Chiquita Banane, die das alle sponsern. Da bin ich dann sehr beeindruckt. Ich möchte auch Lungenkrebs-Werbung in der Illustrierten sehen, bitte mit Wrigley's Atemfrei und weiß ich nicht was. Vielleicht bringst du mir jetzt auf eine Idee, aber ich muss sagen, gerade als ich die Diagnose hatte, werde ich nie vergessen, da war von irgendeiner Pharmaunternehmen war so eine große Lungenkrebskampagne, so hier Plakatkampagne gegenüber vom Krankenhaus. Und da war dann so ein älteres Männermodel war da ein Foto von dem und dann, ich weiß nicht, stand irgendwas zum Lungenkrebs. Da habe ich gesagt, ja, super Aufklärung, weil ich natürlich, das hatte ja gar nichts mit Aufklärung zu tun, weil geht sowieso jeder vorbei und da werden halt die Klischees bedient. Ne? Also das ist das, glaube ich, dass wir, dass uns, also mich stört es am meisten und das ist, glaube ich, echt so mein, weckt so meine große Kämpfernatur, dass wirklich aufgeklärt werden muss, dass junge Menschen betroffen sind von dieser Krankheit und dass es schon lange nicht nur das Rauchen ist. Das ist, glaube ich, das muss raus aus den Köpfen. Ja, und selbst Nichtraucher, ne, haben diese Mutation, den man eigentlich den Rauchern zuschreibt. Echt? Ich dachte, ja, da haben auch wieder. Ich habe ja auch ein Adenokarzinom, aber ich habe diese krass PG12C. Das ist schon eine Zellschädigung, die dem Rauchen zurückzuführen sind. Aber 20% von dieser Mutationsart haben Nichtraucher. Wahnsinn. So, dann frage ich mich auch, wie kommen die denn an diese Zellschädigung? Und vor allen Dingen, wieso spricht da keiner drüber? Also jetzt, ich habe das außer mein Zitat von dem Dr. Schäffner, der jetzt auch nicht groß in den Medien sicherlich auftritt. Ich glaube nicht, dass er in einer Talkshow eingeladen ist. Oder es gibt auch noch keinen Prominenten mit der Mutation. Das macht auch eine Menge aus. Also Lungenkrebs wird eigentlich auch in der Aufklärung, obwohl es eine der tödlichsten Krebsarten weltweit ist, auch totgeschwiegen, oder? Relativ, wirklich. Würde ich wirklich sagen. Deswegen gehe ich, glaube ich, so auch mit auf die Barrikaden. Wenn ich jetzt das reflektiere, sehe ich das wirklich so.
Wir sind das reinste Tabuthema, die reinste Stigmatisierung durch und durch. Und ich hoffe, dass, ja? Ich finde den Satz vom Schäffler auch total wichtig, dass jeder, der eine Lunge hat, kann Lungenkrebs bekommen. Genau. Ich glaube, das sind sich die meisten Leute einfach nicht bewusst. Ja. Und wenn ich sowas auch poste auf meiner Facebook-Seite, das habe ich nicht gepostet, dann kriege ich auch immer nur ein Like. Und das war von dir, Mareike. Das ist auch so ganz klassisch. Alles, was ich über den Krebs poste, obwohl viele ja wissen, dass ich es habe. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit den Algorithmen verteilt wird, wird auch im Bekannten- und Freundeskreis ignoriert. Also das muss man immer wieder sagen. Deswegen mache ich wahrscheinlich diesen Podcast. Ist bei mir aber auch so. Das muss man sich mal vorstellen. Ich verstehe es ja auch, weil ich war auch mal auf der anderen Seite. Aber wenn ich jemanden kenne, der erkrankt ist und ich ignoriere es immer noch, dann verstehe ich es nicht mehr, weil ein bisschen Empathie erwarte ich schon von meinem Umfeld. Aber das macht uns, glaube ich, noch kämpferischer irgendwie. Das habe ich nicht, da habe ich gestern so ein schönes Zitat gehabt, das habe ich jetzt nicht mehr. Okay. Das vom Persönlichkeitsentwickler, vom Christian Bischoff war das. Wenn du Frust hast, wirst du noch mehr motiviert. So ungefähr ging das. Und das, ja, das ist doch ein schönes Abschiedswort, oder? Also zu diesem Podcast. Leute, wenn ihr Fragen habt oder was wissen wollt, ihr könnt euch gerne jederzeit an uns wenden. Und ich werde auch nochmal die Daten vom Zielgenau einer Organisation, Patientenorganisation, die sich dafür einsetzt, dass diese molekulare Testung bekannter wird, weil man glaubt es nicht, dass ganz, ganz, ganz viele Onkologen und Zentren davon gar nichts wissen. Also jeder, der die Diagnose Lungenkrebs kriegt, sollte seinen Arzt darauf ansprechen oder darauf bestehen, wie das Wessner auch gemacht hat. Aber es muss man natürlich auch wissen, dass es das gibt. Hätte ich nicht das Glück gehabt, gleich in der Lungenklinik gewesen zu sein, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr leben, weil dann wäre ich an einer Uniklinik gelandet und die hätte mir alles rausgenommen und mir eine Chemo gegeben und das hätte ich, glaube ich, schon psychisch alles gar nicht verkraftet. Also von dem her super wichtig, da aufzuklären. Definitiv. Richtig. Oder? Was sagt ihr? Richtig. Richtig so, gell? Ja, danke. Meine Lieben, ich danke euch. Gerne. Für dieses Gespräch. War auch ganz nice für uns. Wir waren alle, glaube ich, sehr aufgeregt. Aber ich hoffe, wir könnten auch so ein bisschen Inhalte rüberbringen. Wir werden von Mal zu Mal besser. Sag mal, wir bleiben also, dabei. Also von daher. Ja, genau. Uns fallen noch schon ein paar Themen ein, die wir publik machen können. Genau. Oder bis wir erhört werden. Genau, wir hören nicht auf. Genau. Wir hören nicht auf. Ja, wir hören nicht auf, genau. Ihr Lieben, wir sehen uns, hören uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Und bis auch. Bald. Jo. Danke euch. Ciao. Tschüss.